Hab ich denn jetzt schon wieder so viel Trennmesser? Komm her, Schätzelein! Komm zum Papa! Komm her, Schätzelein! Da quietscht doch noch jemand. Wo sind wir? Achso, das Ding wollte ich noch nutzen. Vero City. Oh, schon mal nicht schlecht. Fatality. Oh. Favorit. Ja. Vero City. Fatality. Ja, komm her zu mir, du wildes Ding. Komm her. Ich bin so wild, ich bin so nass wie ein Kieslaster. Komm. Puriti. Ah, fuck, war er nicht. Und ich hab dich gespeichert. Scheißendrick. Na gut. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Ja, Schatz. Nein, dann wollen wir noch nicht hin. Hier waren noch mehr hier unten. Außer die Müllhaufen hier liegt hier noch mehr rum. Ein chinesisches Sturmgewehr zum Beispiel. Mit Munition. Und wir sind schon wieder zu schwer. Ich werd nicht mehr. Nein, ich bin nicht überlastet. Höchstens nervlich überlastet. Gut. Au. Ins Gesicht. Was? Unsere gemeinsame Zeit. Ja. Du hast ihn schon? Alles klar, dann kann ich ja reingehen. Expedition ins Nichts. Exit. Ah, jetzt sind wir drin. Okay. Jetzt sind wir drin, können wir rausgucken. Da ist ein Haus. Achso, waren wir schon. Entschuldigt. Das ist eher so bombig. Ist das offen? Ja, da kann man raus. Gut. Also nach oben sind wir noch nicht gekommen. Dann müssen wir das andersrum erledigen. Und wir stürzen erstmal ab. Ganz klassisch. Müsste eigentlich... Genau.
Wir haben immer noch keinen Schlüssel gefunden. Dachchen! Na du? Was haben wir denn da? Ein bisschen Munition. So, den anderen haben wir doch hier abgeschossen. Ist auch irgendwie weg. Wir gehen mal hier oben rein. Oh. Warum ist der eigentlich immer vor uns da? Hier brennt. Sehr mysteriös. Mir fehlt immer noch ein Schlüssel. Ich bin hier. Hinten. Ja, ja, ich weiß. Oder wir dürfen da noch nicht rein. Warte mal, da hinten habe ich auch noch einen Punkt reingesetzt. Ne? Ja. Aber da ist auch noch was. Ah, lassen. Das ist hinter uns. Ach so, das ist die große da. Wir haben Abschusscodes. Aber rein kommen wir nicht. Ne. Dietrich 100 brauchen wir hier. Und rein cheaten können wir uns auch nicht auf der Seite. Bin ich jetzt an der Stelle? Ja. Echt nicht rein? Na komm! Wuhuhuhuhuhu. Nein. Oh. Hängt fest, das ist gut. Oh.
glaube, das Spiel stürzt gleich wieder ab. Hier sind keine Texturen. Verreck jetzt endlich! Wir sind ein bisschen zu schwer, hm? So ein bisschen. Wo haben wir denn was doppelt wieder? Das ist die Pistole, die kann weg. Das Trennmesser war cool. Die Rache ist fast leer. Hier ist keine Textur. Sind wir auf einer Ecke, wo wir eigentlich nicht hin dürfen, oder was? Hat er deswegen geschafft. Was ist das? Oh, ja. Aber ich kann es reparieren. Darf man nicht aus den Augen lassen. Richtig. Du hast es erfasst. Und deswegen... Wo sind wir denn jetzt? Ah, immer noch da hinten. Da konnte was sein. Laut Vicky braucht man bis zu 4 Schüsse. Okay. Nein. Tür ist schon offen. Alles Rotte. So. Wir versuchen das mit Memetron. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ach, geht nicht. Okay. Und hopp. Oh, wo ist denn unser kleiner Freund? Das wird bestimmt nicht nochmal funktionieren, hm? Weg ist er. Eine Mücke. Ist nicht wahr. Was ist denn das für eine scheiß Waffe? Weg damit. Oh, jetzt. Was ist hier los? Warum sind hier Autos? Warum ist hier Müll? Warum sind wir an einer Müllhalde? Oh, so viel Schuss haben wir auch nicht mehr, sehe ich gerade. Oh, und? Wie könnten wir wieder was für uns tun? Alles reinhauen, was geht. So. Sind wir high? Ein bisschen.
Mahlzeit, Georgios. Ich höre nix. Ich hab's Headset auf. Ich hab nur gesehen, bist gerade reingekommen. Sie hat bestimmt Sklaven. Der schläft? Sollen wir ihn mal wecken? Sie haben hier nichts zu suchen. Ziehen Sie Leine. Es ist schon verblüffend, dass Ihnen die Leute so sehr trauen, dass Sie mich nicht angreifen. Ist der betretbar? Wir haben hier nichts zu suchen. Ziehen Sie Leine. Ist das derselbe? Oh! Tachchen! Es sind ein paar mehr. Ja, ne? Ich wollte eigentlich den einen erschießen. Können wir die jetzt umpolen? Ach, das Ding habe ich weggeschmissen, ne? Ja. Okay, F5. Das ist doch was für uns. Ach, das geht nicht weiter. Was haben wir da entdeckt? Okay. Okay. Dann halt nicht. Genau, legt euch alle schön schlafen. Man sollte immer im Hier und Jetzt leben. Ja, ich weiß. Ein DLC-Zugang, ja, das kann sein. Aber solange wir die Hauptstory noch nicht fertig haben, kommen wir in den DLC anscheinend nicht rein. Was mir ja egal ist. Dann machen wir halt die Hauptstory fertig. So, ich habe da einen Pfeil gesetzt. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Hier ist Paradise Falls und da wollten wir hin. Wir fliegen mal schnell nach Paradise Falls. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Da lang.
Ach, das war der Punkt für Paradise Falls. Sehe ich gerade. Alles klar. Das war der Punkt. Aufgabe. Kraft des Atoms. Dann müssen wir die Atompumpe entschärfen. Genau. Raub der Unabhängigkeit. Rotunde verteidigen. Ist immer noch offen? Warum auch immer. Einheimische Eigenarten. Das Fluchtschiff untersuchen. Da müssen wir nach Pitt. Untersuchen Sie das merkwürdige Funksignal. Hilfe für die Ausgestoßenen. Das Funksignal, genau, der amerikanische Traum. Beim ältesten Lyons in der Zitadelle vorstellig werden. Wir machen aber erstmal das hier. Kommen wir nicht weiter. Einheimische. Ort anzeigen. Was? Der erzählt mir doch gerade Scheiße. Sie haben diesen Ort noch nicht entdeckt. Ey, dann ab in die Zitadelle. Hi. Klar habe ich den Ort noch nicht entdeckt. Ja. Du mich auch, Blechbüchse. Ach, sind wir heute wieder nett und freundlich, ne? Oh, endlich mal wieder andere Sicht. Da vorne wird geschossen. Rums hat's gemacht. Oh, nochmal. Supermutant Überlord. Komm schon, ich hab noch 24 Schuss für dich. Ach du Scheiße. Nehmen wir mal den. Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Was hilft da noch? Wir nehmen noch den Jack. Warte mal, 24 zu 23? Mit dem Jack. Dreistrahliges Lasergewehr. Das ist interessant. Devi 3. Wie viel hat das? Schaden 56. Schaden 19. Tschüss. Kannst du haben. Wie siehst du eigentlich wieder aus? Wollten Sie etwas sagen? Ja, ich brauch mal Ausrüstung. Aber gerne doch. Du hast noch eine Maschinenpistole. Du hast 5 Schuss. Den Fatman hast du auch. Flammenwerfer. Okay, warte. Das war okay. Und ich werde folgen. Ich habe gerade ein Musikstück ins Ohr. I follow you. De. Meint ihr, wir sehen jetzt das Schiff? Letztes Mal war das Schiff so durchsichtig. Und ich glaube... Oh, das Schiff ist da! Jetzt ist es vorhanden. Ey. Welch Wunder. Ach, sieht gar nicht so schlimm aus. Das ist ja ein Raddampfer. Okay. Auch das.
Laut dem Spiel haben wir die nie entdeckt. Wir haben sie jetzt gerade das erste Mal entdeckt. Darauf erstmal ein bisschen Murigfleisch. Miriluk. Entschuldigung, nicht Murig. Gibt's noch mehr von euch? Komm her, mein Schatz. Dieses scheiß Telefon, ey. Ich glaube, jetzt können wir diesmal richtig fahren, ne? Sie. Gehen Sie nach Point Lookout. Sie müssen mir helfen. Das hatten wir schon. Meine Tochter ist vor einigen Wochen auf der Herzogin Gambit ausgerissen. Und seitdem werde ich aus Sorge um sie nicht mehr froh. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Könnten Sie bitte nach ihr suchen, wenn Sie dorthin reisen? Bitte. Ich tue auch alles, um Ihnen zu helfen. Glaube ich nicht, aber egal. Ja, natürlich machen wir sowas. Ist ja geil. Guck mal, letzte Antwort. Und wenn ich uns beiden die Mühe ersparen würde und einfach sagen würde, sie ist tot. Oh, vielen Dank. Ach, geil. Ihr Name ist Nadine. Und sie ist vor 2 Wochen verschwunden. Sagte, sie wolle die große, weite Welt sehen. Das kleine Dummchen. Dieser Toba meinte, er hätte sie in Point Lookout an Land gelassen. Aber ich weiß nicht, was danach mit ihr passiert ist. Ich weiß nicht, ob Sie meine kleine Nadine überzeugen können, nach Hause zu kommen. Aber bitte geben Sie ihr diesen Brief von mir, ja? Okay, was ist Point Lookout? Ich weiß nur, dass Toba dort die Punga-Früchte herbekommt, die er dann verkauft. Damit macht er sicher einen dicken Gewinn. Ich habe gehört, dass es dort Sümpfe und tödliche Pflanzen geben soll. Aber genaueres weiß ich nicht. Sie ist in etwa so alt wie Sie. Und als sie von Bord ging, hatte sie knallorange gefärbtes Haar. Sticht ziemlich heraus, würde ich sagen. Sie meinte, sie wolle ihr Glück finden, aber ich sagte ihr, das wäre zu gefährlich. Das hätte ich wohl besser bleiben lassen. Als ich ihr sagte, dass sie besser hier bleiben soll, war sie schon weg. Okay. Finden Sie bitte meine Tochter. Ja. Wenn wir doch schon mal da waren. Oh, echt? Wir können diesmal wirklich drauf laufen. Was eine geile Spelunke. Wir kommen gleich. Willkommen, mein Freund. Ich bin der Fährmann Toba und dieses stolze Schiff ist die Herzogin Gambit. Wir sind eben von Point Lookout zurückgekehrt, werden aber bald wieder aufbrechen. Haben Sie Interesse? Haben wir, ja. Papa sagte mir aber, ich solle niemals mit Fremden mitfahren. Da Sie den Eindruck machen, im Ödland schon viel herumgekommen zu sein, will ich gleich zur Sache kommen. In Point Lookout gibt es frisch geerntete Lebensmittel. Seien Sie aber auf der Hut, denn dort gibt es viele exotische Monster und... Sie hätten das Schiff in seiner Blütezeit... Nein. Das waren Nein. Sie, aber der Fährdienst... Ja. Ich hätte gerne Fahrkarte. Ich glaube, die haben wir auch schon 3-mal gekauft. Na, auf der Suche nach Ruhm und Ehre? Lust, köstliche Pungas anzubauen? Oder einfach nur auf der Flucht vor dem Leben in diesen tristen Gefilden. Ich glaube, ich brauche 2. Aber mein anderer fährt ja auch noch mit. Also 4. Aber wir nehmen nur 2. Warte mal, wir nehmen 3? Wir nehmen 3.
Warte mal, das Stück 433. Okay. Alles Stimpaks. Fuck. Okay. Ich kann nur eine Karte kaufen. Wir verkaufen die Rache. Habe ich jetzt wieder irgendwas umgestellt? Nein. Wir verkaufen die Kronkorkenmine. Deck verkaufen wir nicht. Das Heckenschützengewehr auch nicht. Den Fatman. Ne. Die Energiezelle. Wieso haben wir eigentlich 1700 Energiezellen, wenn wir sie nicht nutzen können? Guck doch mal bitte nach, wozu die Energiezellen sind. Mit was können wir denn Energiezellen füttern? Ich habe gedacht, die ganze Zeit fürs Gewehr. So, ich hätte gern noch eine Karte. Oh, das kommt hin. Ich habe zwei Karten. Ich habe zwei Karten. Sobald Sie die Fahrkarte haben, gehen Sie einfach in Ihre Kabine und machen es sich gemütlich. Nur biete ich leid. Ah, Nadine, der burschikose kleine Fratz. Ein bisschen zu viel Neugier und ein bisschen zu wenig Menschenverstand, die Kleine. Sie schlug dermaßen Radau an Bord, dass ich sie am liebsten gekielholt hätte, wenn sie mich nicht an meine eigene Jugend erinnert hätte. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit wir in Point Lookout an Land gingen. Aber wie ich sie kenne, hat sie schon wieder ordentlich Ärger am Hals. So, eine Energiezelle ist ein Gegenstand von Munition. Ja, es ist ein kleiner, sich selbst geschlossener Energiespeicher, das meistens von einhändigen Energiewaffen verwendet wird. Ach, dann ist das für die Pistole. Für die Plasmapistole. Das ist was anderes. Gute Reise. Dann ist das für die Plasmapistole. MF-Zelle? Das ist 03er Munition. MF-Zelle. Multifunktionszelle. Munition. MF-Zelle. Mikrofusionszelle. Ah. Energiezelle. Dann brauchen wir mal eine kleine Laserpistole, die wir natürlich jetzt weggeschmissen haben. Aber ist egal. So, was? Ich soll in meine Zelle gehen, in mein Zimmer gehen. Ja, dann lass mich in mein Zimmer gehen. Muss ich jetzt schlafen? Ah. Ich bin noch nicht bereit. F5. Sind Sie schon auf Point Lookout gespannt? Alter. Auf geht's. Wir fahren, wir fahren. Das letzte Mal sind wir wenigstens richtig gefahren. Was?
Das sieht nicht nach Point Lookout aus, das sieht nach L.A. aus. Aber egal. Willkommen in Point Lookout. Die Reise verlief reibungslos. Das Wetter war... Wie es aussieht, hat sich seit meinem letzten Besuch nichts verändert. Abgesehen... Ach, nichts. Nur ein... Ich sag... Kommt drauf an, was Sie suchen. Vorräte bekommen Sie im Laden am Ende des Hafens. Ist echt praktisch. Und ich kriege für die Empfehlung... Falls Sie eine über... Und... Gute Reise. Vielen Dank. Oh, jetzt wird's laggy. Was ist das denn? Alles klar. Ich glaube, ich sollte nicht hier laufen. Das ist mir etwas sicherer. Gucken wir schnell in die Karte. Alter Schwede, da wollte ich noch gar nicht hin, aber okay. Warenhaus, das Domestic Motel. Und hier müssen wir hin. F5. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen ist Freitag. Vielleicht gibt es morgen, wie gesagt, entweder der Batman oder... Ich werde alt. Wolfenstein. Mahlzeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Wo ist der Knopf? Da. Schön in die Schüssel geknallt. Dankeschön.